kam er damals auf uns zu und hat nach einem Papier gefragt, was passt für das Cover des neuen Buchs Dark Matter, der Zeitenläufer. Wir haben dann entsprechend dem Titel ein schwarzes Papier ausgewählt, aber wir wollten natürlich ein besonderes schwarzes Papier und sind dann auf das Moon Colors Metallic gekommen. Die Papierproduktion fängt an beim Zellstoff und da wird tatsächlich noch händisch Farbe zugemischt, weil das Besondere bei dem Papier ist, dass jede Faser durchgefärbt wird. Von dort geht es dann weiter auf unsere Papiermaschine. Da gibt es vorne einen Schüttelungsprozess, der das Wasser entzieht. Dann geht es in die Gouge-Zone und von dort in eine erste Trocknung. Dann kommt noch Leim dazu. Der Leim sorgt wiederum dafür, dass das Papier beschreibbar wird. Nach dem Leim geht es in die zweite Trocknung und dann wird es eigentlich hier am Ende aufgerollt und wir haben schon ein fertiges Papier auf der Rolle. Also, wir haben hier ein besonderes Papier vom Mund. Wenn wir hier nicht in der richtigen Richtung auf dem Material drucken, ist das Ergebnis nicht so wie gewünscht. Das Material wird nach dem Vorstapeln im Anleger eingefahren. Und mittels Umrakel wird die Farbe durch das Gewebe auf das Papier durchgedrückt. Nachdem die Farbe auf dem Papier ist, wird es in Inkjet-Trockner durchgefahren und getrocknet. Nun kommt das Material in Abstapler. Dort wird die Qualitätskontrolle überprüft. Im Siebdruck drucken wir, wie gesagt, Farbe für Farbe. Hier in dem Fall gehen wir dreimal durch die Maschine auf der Vorderseite und einmal auf der Rückseite. Okay. Ja, hier ist nun der letzte Veredelungsschritt dieses hochwertigen Goldmann-Umschlages. Das ist die Hochprägung. Diese Maschine ist weit über 50 Jahre alt. Der Bogen läuft hier oben rein. Hier wird er ausgerichtet und wird dann auf den Zylinder übergeben und wird hier geprägt und kommt dann so raus. Hier sieht man erhöht diese Hochprägung. Wenn man uns den Bogen von hinten anschaut, dann sieht man auch deutlich den Abdruck, wo die Prägung gemacht ist.